Gurkenmorgen-Jungs und andere. Heute koche ich wieder auf 5M, aber vorsichtig, es wird salzig. Viel Spaß mit diesem Geschmackserlebnis. Liken, Abo nicht vergessen und kommentieren, was eine Gurke sagen würde. Ich liebe jeden Einzelnen von euch auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene. Oh, mir ist so kalt, Jungs. Mir ist so arschkalt. Welcher Server soll es denn heute sein? Ich habe gesehen, hier unten haben wir einen Haufen an Drecksservern eigentlich. Funlife, neue Öffnung, keine Laulis. Nice, perfekt, Rainer. Catch me when you fall. Das ist mit Abstand das langweiligste Intro, was du haben kannst, Digga. Erster Name. Henry. Definitiv Papilla. So ne sei ich, so nenne ich mich. Die haben geschrieben, keine Einreise. Okay, darauf werde ich dich gleich ansprechen, Digga. Kann ja nicht wahr sein. Yeah, Juice World. Legends never die. So, angenehm. Warte, ich habe die Crocs, die besten Schuhe des Lebens. Turbo-Modus. Oh, um die Einreise zu starten. Wie viel darf man als Medic vergeben? Schmerzen. Dankeschön. Oh Mann, Alter, das war jetzt mal ein ewiger Schmerz rauf. Ups. Hä? Digga, warum einfach so ein richtiger blauer Balken erstmal? Ja, das ist geil. Welches sieht am geilsten aus? Boah, Digga, geil. Ein kleines Mini-Auto hätte auch nicht geschadet, aber mal, wir haben jetzt nur jetzt ein Fahrrad, ne? Die Wadeln müssen wackeln, du. Digga, warum hat denn alles so einen blauen Kreis? Hilfe. Es hat mein Fahrrad verschluckt. Der blaue Kreis hat mein Fahrrad verschluckt. Wenn das jetzt hier nicht auf ist, dann haben wir ein Problem. Wenn jetzt selbst das Fahrrad abgeschlossen ist, dann... Gut, ich hab Glück gehabt. Ey, yo. Dude? Hallo? Hast du noch einen Platz frei, so eventuell? Was meinst du? Ja, für so einen coolen Racker wie mich, ne? Ja, komm, steig ein. Dankeschön. Kannst du mir ein Auto oder so geben? Oder nein, ich hab selber nicht. Da sagt er, schau dir mal den Wagen an, Digga, du fährst 200 in der Stadt und der schleudert nicht mehr in den Kurven. Mister, ich hab gar nichts. Ja, ich hab auch noch das Auto, ja. Ja, dann fahr ich zum Auto, ja. Nein, ich will von dir ein Auto. Ich hab kein Auto, Bro. Junge, jetzt gib mir ein Auto. Ich hab nur das, ja. Wirklich nicht zu fassen, solche Menschen wie du, ey. Also ich finde dich wirklich so teilweise schande dafür, dass du mir jetzt kein Auto schenkst. Oder kannst du dir ein Auto holen, ja? Nein, also ganz sicher nicht. Ich will dein Auto. Ja, Bruder, das wird nichts, ja. Ja, komm schon. Ja, okay, komm, warte. Ja, danke. Krieg ich jetzt die Schlüssel? Nein, nicht von dem, Digga. Aha, krieg ich also eins deiner anderen Autos? Ja, Bruder, warte, wir müssen Garage fahren. Du bist Kacke. Digga. Lässt du so stehen, ja. Und? Ja, fahr den, ja. Da darf ich. Dankeschön. Ja, Sie haben den noch abgeschlossen. Ja, warte. Ey, du Hund! Du Wichser! Ich wusste es so. Du bist ein A-Kopf, du bist ein Scheißkopf. Ah, okay. Das war's gesehen, ja? Ja, meine Knie sehen jetzt aus wie deine Säcke, Digga. Schrumpelig. Okay, kannst du weiterfahren, ist okay. Ich weiß, du bekeckst dich gerade, du Wichser. Digga, was will der von mir? Was war das gerade, Digga? Sagst du Wichser zu mir? Ja, ich sag zu Wichser zu dir hier. Ah, ich spuck dir auf dein Mercedes-Zeichen. Nicht so frecher. Ja, gleich geht kein Mercedes-Zeichen sowas von in meinen Anus. Sehr ruhig, ja. Ich will nicht mehr hören. Nein, Kopf. Du bist frech. Kleiner Pimmel. Ah, okay, Schuss ist unnötig. Schuss ist unnötig. F8, quit, Digga, nee. Modern wie, Jungs. Da war ich ewig nicht mehr, Digga. Ja, natürlich. Natürlich, muss mich wieder neu einreisen. Natürlich. Ich bin bei 9 von 12. Tut mir das jetzt nicht an. Fuck it, ich muss raten. Maximal eine Stunde. Fuck. Ich habe aber heute echt ein Pech, ey. Also heute habe ich echt ein Pech. Frankfurt City. Endlich kann ich joinen, Digga. Oh, okay, der macht geiles AP. Also ihr Parkkünste sehen frauenmäßig aus, ich weiß nicht. Parkplätze? Nein, deine Parkfähigkeiten, Digga. Ja, warten Sie. Ja, Digga, nee. Oh, Junge, oh. Weg? Sorry. Nee, mit dem will ich nicht, der ist scheiße langweilig. Ups. Höre ich hier? Der Herr? Nein, ich bin kurz im Kopf. Ach so, was machen Sie denn? Bin oben im Kopf. Ah, okay. Bin oben im Kopf, Digga, da wäre ich ja gleich von Admin gebannt worden, ey. Hallo? Ich weiß nicht, ich suche einen gewissen Omar. Okay. Hey, ich glaube, der hat einen Anfall oder sowas. Grüner, hey, Sir, nicht einfach hallo. Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen mal Ihren Kollegen, der hat gerade einen Anfall. Hier, der da. Machen Sie mal was. Es tut mir leid, er ist ein bisschen schüchtern. Sir, Sie müssen sich um Patienten kümmern. Nicht einfach die Wand anschauen und Hände heben. Mr. gern genannter Chefarzt, wie ich sehe. Jungs, also das ist langsam ganz schön komisch für mich. Tja, ist es, was ist. Ey, yo, du. Was ist los? Ah, du bist der Einzige, der gerade mit mir gesprochen hat. Ich suche gerade einen gewissen Omar. Kennst du ihn? Kenn ich leider nicht, aber da drin läuft noch einer rum. Ja, ich weiß, da drin laufen zwei rum. Ich glaube, die haben einen Anfall oder sowas. Warum laufen Sie eigentlich so scheiße, by the way? Es wäre der Stock, den Sie im Arsch tragen, in zwei gebrochen, Digga. Nee. Aber Sie wissen schon, dass Rauchen ungesund ist. Ich rauche ja auch nicht. Ich kiff nur. Oh, ach so, das ist nicht dasselbe. Nee, also schon, aber wir halt eine Pflanze, wissen Sie? Sie treten gerade voll auf diese Pflanze. Brauchen Sie auch ein bisschen.
Ja, das tut's mir. Das macht's. Ja, ich weiß, wieso du das nimmst. Das war einzigartig. Dankeschön, das Geld würde ich gut anlegen, ja. In meine Zukunft. Kein Problem. Das ist gut. Schöner Mann. Das ist ein echt schöner Mann. Hoffentlich hat er nicht abgesperrt, so schön ist er. Sogar noch auf. Kann ich die stehlen? Tatsächlich. Ha. Das ist nice. Oh ja. Aus dem Weg. Alarmstufe Red. Apo Red ist unterwegs. Jo, Jungs, ich habe gehört, ein Medic wurde bestellt. Nein. Digga, du willst mich jetzt verarschen, oder? Digga, ich bin gerade eben angerufen worden von der Arbeit. Ich muss da jetzt noch hin. Digga, ich war gerade auf einem Date mit einer hübschen Frau. Was willst du jetzt bei uns? Ja, Digga, hier einer wurde hingestellt. Irgendeiner von euch wird jetzt gleich wiederbelebt. Ja. Jungs, ich bin jetzt nicht ohne Grund, habe ich mein Date jetzt verschoben. Irgendeiner muss jetzt gleich liegen, ja? Also ich bin für den einzigen, der nicht die Fruse hat von euch. Halt die Fresse und fahr weg. Junge, red nicht. Ey! Okay? Okay, ich geh schon. Das ist ganz schön scheiße gelaufen, du. Das war Fake Medic, beleb ihn nicht. Beleb ihn nicht! Ich glaube, ich kann wieder gehen. Stimmt das, was Sie gesagt haben? Dass Sie ein Fake Medic sind? Nein! Sind Sie ein Medic? Nein, ich bin kein Medic, warum? Warum haben Sie das Auto? Das ist nicht meins. Okay, dann fahr weiter, mir egal. Ne, okay, alles klar. Ah! Komm her, Wichser! Dummer Wichser. Scheiße, ich wollte nachladen! Oh no! Officer, gibt's ein Problem? Das ist kein M-Dealer hier. Natürlich. Oh nein, die wollen Spannung und das sind Kinder. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nicht mein Wagen. Ich will jetzt zu Fuß unterwegs, Digga, reicht mir. Guten Tag. Dann hallo, hier geht's auf keinen Morgen. Warum fährt das nicht los? Nicht mich. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Ich bin scheiße. Das Spiel ist scheiße. Heute habe ich kein Glück. Aha. Uhu. Hihi. Das Lied kennt man doch irgendwie überall, ja. Servus. Moin. Ey, yo, nimm mich mal kurz mit. Oh, fuck. Du bist halt auf dem Einsatz, gell? Ja, kann ich der Praktikant sein? Bruder, ich bin selber da rein, weil ja. Nein, du machst das. Glaub mir, du bringst mir mehr bei als jeder andere von den Schnöpfen, die so abgehoben sind. Dankeschön. Hallo. Dann gucken wir uns mal die Scheiße hier an. Ach, du dickes Däumchen, was ist denn hier passiert? Wer sind denn Sie? Ich bin der Praktikant, hallo. Hatte da eine Wunde am Bein? Ich hab mal gelesen, dass wenn Löwen Verletzungen haben, dann tun die das lecken und das heilt dann. Deswegen. Wer ist der vor mir eigentlich? Ich bin Praktikant. Du schaffst das, Boss. Du hast einen wunderschönen Fukuhila. Ist der überhaupt gefesselt? Nimm ihn fest, den Schlawiner! Du wirst das Sonnenlicht nie wiedersehen, du Verbrecher. Sei mal leise, du. Verbrechen kotzt mich nur an. Bist du Rocky Balboa? Nee. Bist du Rambo? Nee. Bist du Dwayne The Rock Johnson? Nee. Du hast aber wirklich dieses Flair, das er hat. Kannst du mal deinen Text sagen? Nee. Darf ich ihre Bauchmuskeln eventuell mal massieren? Das ist eine sexuelle Belästigung, der Herr. Nein. Ich glaube, ich kenne mich mit dem Gesetz ein bisschen besser aus als sie. Dass sie das kennen, sie kennen, sind Praktikant. MMD, ja, aber ich kenne das Gesetz trotzdem, ja. Müssen weiter. Oh Mann, ich hatte gerade so viel Spaß. Das war eine klasse Arbeit. Wieder ein erfolgreicher Arbeitstag. Ich bin ja gar nicht so spannend. Du, ich sag dir ehrlich, ich glaube, dieses Medic-Ding so, also ich glaube, boah, das ist mir zu anstrengend. Weißt du, ich finde, das PD macht so einen schlechten Job. Die MD-Leute, wir sollten mal ein bisschen anfangen auszuhelfen, die Leute in den Knast zu schaffen. Ja, danke schön. Ciao. Egal. Hey Sir, was ist überhaupt mit deiner Kleidung passiert? Siehst du aus, als hättest du in die Hand gewichst und dann über die Haare verschmiert, was soll ich dir sagen? Digga, deine Mutter steht da drauf, abends wird's mal. Oha, was ist denn falsch mit dir jetzt? Ich weiß nicht, geht die Wichse in dein Gehirn langsam oder warum ist so viel Wichse im Haar, Digga, das geht durch die Kopfhaut? Ja, kommt das Mittagessen von Mama wieder hoch? Medic. Ja, was ist los? Red mal. Ja, hallo? Er ist ein bisschen zurückgeblieben. Ich glaube, der sollte mal ein bisschen auf ein Extra-Chromosom prüfen. Machen Sie das mal, aber machen Sie es so nett, wie man mit einem Behinderten reden kann. Hallo. Also, zum Vorstellen, ich bin der Henry, ja? Und das ist der Doktor, ja? Also. Ah, nein! Hey. Tja, ich glaube, er will nicht, aber sie müssen das wahrscheinlich gewalttätig machen. Hey, du Schlucher. Und du verstehst mich? Ja, ich verstehe nicht. Zuckerblät. War schon nachwie. Ich glaube, er versteht nicht ganz, was du gesagt hast und du nicht ganz, was er gesagt hat. Er hat eigentlich sich nur vorgestellt als der Doktor, weißt du, und er wollte dich behandeln. Aber du hast ihn irgendwie genannt und bist weitergerannt. Also, ich weiß nicht. Sir, ich über... Wenn du dich anders haben willst, musst du zu schön als Chirurgie. Oder deinen Sport, Digga. Du bist eindeutig übergewichtig. Walla bin ich nicht, sagt er mit so einem Doppelkinn, Digga. Da schlägt dir auf den Kehlkopf. Der Anne hat ein Doppel-Ass, du Hure. Mach mal für mich, Digga. Dein Papa macht das, der Hure. Ja, dein Bauch macht sowas, Digga. Du siehst wirklich krank schwanger aus gerade eben. Du Hure. Statt Schule schwänzen hättest du mal da bleiben sollen. Lass mich dir ehrlich sein, du Stück Scheiße. Ja. Ja, ich trete gegen deine Möchtegern Sixpack, den du am liebsten hättest, Digga. Ja, also statt wirklich einen Sport zu gehen. Komm raus. Wir rennen in zwei unterschiedliche Richtungen. Anyway, wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Hätte, würde mich mega freuen. Ich bin eure Gurke und ich bin raus für heute.